Finde ich auch. Jetzt die Sendezeit gefüllt für heute Show. Na, Sie können auch gerne noch was Rassistisches raushauen. Wir regen sich auf über die Politiker von heute und wer wird dabei vergessen? Die Politiker von morgen. Wie oft wurdest du schon von deiner Freundin verlassen, weil sie rausgefunden hat, dass du in der Jungen Union bist? Ja, nie. Also hattest du noch keine Freundin? Ja, doch. Ich finde ja cool, dass ihr euch noch für Politik interessiert und nicht so was Oberflächliches wie coole Klamotten oder so. Ich glaube, dass Politik und Kleidung nicht unbedingt immer korrelieren. Und das geht ja in erster Linie darum, da hier seine Meinung zu vertreten, die Meinung der Jugend zu vertreten. Und die Kleidung ist da nicht unbedingt die Ausdruck der politischen Meinung, wenngleich die Kleidung auch ein Ausdruck der persönlichen Einstellung ist. Ja, ich stehe hier mit einer Vertreterin der griechischen Delegation. Warum sind Sie heute beim Deutschlandtag der Jungen Union? Ich bin heute beim Deutschlandtag, um die griechisch-deutsche Zusammenarbeit zu fördern. Denn was wir in letzter Zeit gesehen haben, ist, die Freundschaft zwischen Deutschland und Griechenland zerbricht. Das ist richtig. Ja, gerade durch die Bildhetze zum Beispiel damals, die Griechenlandhetze. Das war ein Schock, weil die Griechen, das sind liebe Leute. Wir hatten immer eine... Ohne Geld halt, ne? Ja, okay, das stimmt auch nicht so. Wir bemühen uns. Frau Merkel, ein Selfie. Ein Selfie nur. Da geht sie dahin. You heard the speech of Andreas Scheuer. Yes. Was he good? Yes, he was extremely good. He just rocked the place. Wir sagen Ja zum Kreuz im Klassenzimmer. Und wir sind stolz auf das Glockengeläut unserer Kirchen. Und wir wollen den St. Martinsumzug und den Weihnachtsmarkt. Herr Scheuer, ich habe einen Witz für Sie vorbereitet. Ach, einen kleinen Witz für Sie vorbereitet. Ich habe wirklich lange dafür gearbeitet. Folgender Witz, ne? Was ist der Unterschied zwischen einem Senegalesen und einem Doktortitel? Den Doktortitel kriegt man wieder weg. Witzig. Ist gut, ne? Ah, top, top. Besser geht's nicht. Finde ich auch. Jetzt die Sendezeit gefüllt für heute Show? Na, Sie können auch gerne noch was Rassistisches raushauen. Ach, bin nur in der Überlegung. Hallo, Nora. Fette Party am Start, ne? Naja, fette Party. Also ich glaube, junge Leute nennen andere Sachen fette Party, oder? Ja. In meinem Alter reicht's. Ja, das stimmt. Warum sitzen Sie heute hier? Weil ich immer zum Deutschlandtag der Jungen Union gehe, weil man ab und zu auf die jungen Leute hören soll. Achso, ich dachte, Sie wären heute hier wegen den ganzen jungen, hotten Chicks. Nee. Nee? Wirklich nicht? In meinem Alter nicht mehr. Da habe ich anderes gehört. Ach ja. Ja. Gleich spricht Angela Merkel, schon aufgeregt. Total. Ja. Kannst du aus deinem Gesicht auch mal sagen? Mein Gesicht. Kannst du mal 5 Dinge nennen, die du an Merkel so richtig geil findest? Nee. So, jetzt habe ich es doch tatsächlich geschafft. Hab ein Selfie mit Angela Merkel machen können und damit zurück ins Studio. Und wie lösche ich das jetzt? Alter, der Clip hatte ja wieder alles, du. Wahnsinn. Inhaltlich stark, Satire, Comedy Gold. Ich hab's noch drauf. Also, ich würde den Kanal direkt abonnieren und auf Gefällt mir drücken, wenn ich das nicht schon getan hätte. Das war wirklich stark. Junge.